Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Relaxes Urbex auf meinem Kanal. Heute bin ich auf dem Weg, um mit dem Puppenwaldmann zu gucken. Ich war schon mal da, ich habe auch meine Meinung dazu. Mal gucken wir uns erstmal an. Auf jeden Fall tut das Ding ordentlich Leute anlocken. Das sieht man schon alleine hier an diesem Trampelpfad, der hier ist. Wenn man sich das hohe Gras anguckt, müssen ja teilweise wirklich Menschenmassen hingehen. Aber wir wollen jetzt da in den Wald rein. Das ist es halt hier. Da keine 5 Meter weg ist die Autobahn. Wir sind hier im Prinzip in dem Teil, was die Autobahnabfahrt bildet. Und hier sind irgendwo die Puppen. Nur ich war im Winter hier. Okay, der war richtig laut. Ich war im Winter hier, als keine Blätter da waren, deshalb muss ich jetzt suchen. Der hier ist frisch umgehauen. Der lag hier noch nicht, als ich hier war. Was ist der Puppenwald eigentlich? Also das Original, ich meine, das ist Mexiko. Auf jeden Fall auf dem amerikanischen Kontinent ist das. Und zwar ist das eine Insel voller Puppen. Die kann man auch in jeden dritten Mystery-Bericht sehen. Und zwar hat da mal jemand ein Mädchen aus dem Kanal gezogen, ein totes. Später auch eine Puppe. Diese Puppe hat er dann auf der Insel aufgehängt. Und dann sind Leute da hingekommen und haben immer mehr Puppen aufgehängt. Und dann ging das los, dass es da spuken soll. Ja, und heute sind es tausende Puppen. Wir haben sie. Hier hängen die Puppen. Oder zumindest was von ihnen übrig ist. Da. Eine. Ein Arm. Noch ein Arm. Aber irgendwie war das mal wesentlich mehr. Torso. Da ist auch ein Arm. Irgendwie fehlen hier richtig viele. Es war mal wesentlich mehr hier. Entweder haben Stadtbedienstete hier die entfernt oder andere waren hier. Eine kleine. Da haben wir auch noch was. Da ist ein Hut. Da sind die Beine. Da ist ein Arm. Aber viel mehr war das. Viel mehr sehe ich hier nicht mehr. Vor allem hier diese Bäume, die hier drauf gestürzt sind. Immer von außen werden auch welche drunter liegen. Hier, da vorne hängt ein Puppenkleid. Ich glaube, ich werde ein paar Bilder einblenden davon. Dann seht ihr, was hier mal war. Das scheinen sie schon weggeräumt zu haben. Und was war's? Im Endeffekt hatte hier einer versucht, einen Geocache aufzubauen.
hier stand auch eine Tonne, wo der Catcher drin war. Und da die meisten Geocacher ja eher Richtung mystisch gehen, hat der versucht, hier mit den Puppen irgendwas was aufzubauen. Jo. Und jetzt ist nicht mehr. Das einzig Gruselige hier ist, dass hier nichts ist. Und dann gibt es noch so einen Möchtegern-Mystery-Fritzen aus Gelsenkirchen, der dann hier mal übernachtet hat. Aber dazu muss man schon mal wirklich Leo heißen, um auf die Idee zu kommen. Das war es dann so ziemlich hier. Okay, Leute, das war's dann. Hier, das war schon auch fast ein Schlag ins Wasser. Puppenwald bei Osnabrück kann man abhaken, gibt's nicht mehr. Also braucht ihr euch gar nicht erst ins Auto setzen, losfahren. Ich muss mir jetzt noch ein Plätzchen für die Nacht suchen. Und dann geht's morgen weiter. Nächste Ziele. Ja, dann schauen wir mal weiter, was ich noch in Urlaub mache. Auf jeden Fall, jetzt will ich so anderthalb Wochen rumfahren. Also dann macht's gut. Ihr wisst ja, bleibt gesund, lasst euch impfen und Video zu Ende, Ende und aus.